wo sind sie? Immer mit der Ruhe. Vielleicht sind sie nur spät dran. Knopper, was meinst du mit einfach zu spät? Sie sind fast jeden Tag zu spät dran. Diese Jana, die treiben definitiv irgendwo ihr Unwesen. In Ordnung, schrei nicht. Sie werden bald hier sein. Wenn sie kommen, lasse ich den Teufel raus. Nun, wo sind sie? Ja, Leila, ich weiß, wir sind spät dran. Aber könntest du uns den Vortrag ersparen? Und du, Knopper, du auch, bitte. Nein, wir werden schreien. Leila, du musst dich beruhigen. Vergiss nicht, dass ich Mannschaftskapitän bin. Ich habe auch das Recht zu schreien, wenn ich will. Also gut, Mädels, ihr müsst den Trainer anlügen. Sagt ihm, dass ihr beim Training waren. Was meint ihr mit Lügen, Mädchen? Mädels, ihr habt uns enttäuscht. Was ist, wenn der Trainer uns beim Lügen erwischt? Was werden wir denn dann tun? Bitte, hört mal, Mädels, das wird nicht passieren, wenn ihr das geheim haltet. Wenn ihr das tut, wird er auf keinen Fall merken, dass ihr lügt. Hört mal, Leila und Knopper, haben wir euch nie den Rücken gestärkt, wenn es um den Trainer ging? Ganz genau. Also trainiert heute einfach mal ohne uns. Sagt ihm, dass ihr beim Training waren. Ja, Mädels, sorgt dafür, dass er es nicht erfährt. Mädels, würdet ihr uns dann bitte erzählen, was passiert ist? Und wohin geht ihr eigentlich? Es ist unglaublich, dass unsere Freunde alle Details darüber wissen wollen, wohin wir gehen. Wie auch immer, Mädels, wir stecken im Schlamassel. Wie immer. Mädchen, irgendwie bin ich nicht mehr überrascht. Jeden Tag ein Chaos. Was ist denn passiert? Wenn ihr es unbedingt wissen müsst, wir haben uns heute mit unseren beiden Freunden gestritten. Ja, wir lagen falsch. Wir sind so schlecht. Aber es ist irgendwie passiert. Ja, und dieses Mal war es ganz allein unsere Schuld. Aus irgendeinem Grund bin ich nicht überrascht. Ihr seid in letzter Zeit alle so durchgedreht. Ja, um ehrlich zu sein, tun mir eure Basketballer schon leid. Ja, so sind wir nun mal. Jetzt, da ihr das verstanden habt, werden wir uns nun auf den Weg zu den Jungs machen. Und um es kurz zu machen, haben wir eine Idee. Wir lassen uns ihren Namen auf den Körper tätowieren. Ja, ich werde Smile haben und Jana wird Brows haben. Oh nee, ist das euer Ernst, Mädels? Wenn ihr euch morgen trennt, was werdet ihr denn dann tun? Das geht nicht einfach weg. Die Entfernung ist so schmerzhaft und unangenehm und man bekommt Narben. Oh bitte, Mädels, ihr müsst uns nicht darüber aufklären. Glaubt ihr wirklich, wir wüssten das nicht? Wir haben Google durchforstet und uns über die schmerzhafte Entfernung informiert. Warum glaubt ihr, dass wir uns trennen werden? Wir werden sie heiraten. Genau, Jana. Okay, Mädels, hört auf, das zu erzählen. Das ist alles. Wir werden euch den Rücken frei halten, wenn der Trainer kommt. Ihr könnt gehen, obwohl ich das nicht wirklich verstehe. Ich stelle mir vor, Diana hat Smile auf der Brust und Jana hat Brows auf der Brust. Oh, bitte, bitte Mädchen, nicht auf der Brust, sondern auf unserem Body. In diesem Sinne, wir verschwinden, Mädels. Ciao, ciao. Ja, es scheint, dass in ihren Köpfen nichts mehr übrig ist. Es steht fest, es geht immer nur um diese Basketballspieler. Eins, zwei, drei. Diana, stell dir nur das Gesicht von Brows vor, wenn er das Wort Brows auf meinem Körper sieht. Jana, und mein Smile wird mit Sicherheit vor Freude überwältigt sein. Er ist ein Romantiker durch und durch. Und außerdem, Mädchen und Jungen, bin ich mit unserer stellvertretenden Direktorin nicht einverstanden. Sie hat uns gezwungen, all diese Wintermäntel aufzuhängen und wir haben gar keine Ahnung, wem sie gehören. Ja, jemand hinterlässt ein Chaos und wir müssen alles in Ordnung bringen. Und außerdem kann ich es nicht verstehen. Was will sie denn von uns? Es sind noch 2 Wochen. Was will sie denn von uns? Sommerferien. Hey Mädchen, habt ihr schon ein Ballkleid gekauft? Also mein blauer Anzug ist schon fertig. Nein, das haben wir nicht. Eigentlich, Leute, es ist höchste Zeit, dass ihr anfangt, Kleider für uns zu kaufen. Wow, Gigi, du hast ja Ansprüche. Ja, träum weiter. Nicht so schnell. Lass erstmal deine Eltern die Kleider für dich kaufen. Und hast du heute schon eine Dating-App benutzt? Ja, das habe ich. Hast du Mädchen gefunden, mit denen wir zur Abschlussball gehen? Nein, habe ich nicht. Was sollen wir dann jetzt tun? Wenn du mit irgendwelchen Mädchen gehen willst, die wir gar nicht kennen, dann nur zu. Was meinst du mit, die kennen wir gar nicht? Ja, die haben gar keine Bilder drin, siehst du, und die wollen wir natürlich nicht kennenlernen. Meine Güte, was machen wir denn jetzt? Ja, wir werden den Abschlussball verpassen. Du hast ja, bist du verrückt. Ich will, dass meine Freundin die coolste ist, damit Jana eifersüchtig wird. Dima, die Freundin deiner Großmutter hat eine Enkelin, Marina. Du hast ja dein Ernst jetzt? Ich mag die doch gar nicht. Dima, ist doch egal. Frag sie doch einfach, ob sie Lust hat auf den Abschlussball. Oh mein Gott, Jana, ich bin so aufgeregt. Ich will schockiert sein. Hört mal, Cheerleader, würdet ihr uns bitte mit den Klamotten helfen hier? Ist das nicht dein Vlies, der da drüben hängt? Ja, Cheerleader, es scheint, dass wir hier die einzigen Verantwortlichen sind. Geht und nehmt eure Sachen mit. Und außerdem, wohin geht ihr überhaupt? Jana, worüber regen Sie sich auf? Genau, Mädchen. Seht ihr, wir tragen kein Vlies. Genau, Mädchen. Das interessiert uns nicht die Bohne. Helft uns, die Kleider zu ordnen. Ihr habt jetzt Training, wohin geht ihr denn? Wir können euch ganz einfach verraten, okay? Schau mal, die Cheerleader lassen ihr Training ausfallen. Vielleicht schänzen wir auch den Unterricht. Und warum? Wir könnten sie fragen, ob sie mit uns auf den Abschlussball gehen wollen. Dima, ernsthaft? Ihr könnt es euch nicht leisten, noch mehr Gehirnzellen zu verlieren. Oder eure Freunde, die keinen Unterschied zwischen einer Jacke und einem Vlies erkennen. Legt euch nicht mit uns an, denn wenn ihr das tut, werden wir euer schlimmster Albtraum sein. Unsere Freunde werden kommen und bitte verpetzt uns nicht. Wenn ihr unsere Freunde seht, sagt ihnen nicht, dass wir gegangen sind. Wir planen für sie eine Überraschung.
Leute, helft ihr uns bitte mit der Kleidung? Ja, sonst gehen wir nicht mit euch auf den Ball. Ja. Okay, egal. Im zweiten Stock befinden sich Leila und Knopper. Sie haben uns schon 100-mal abgewiesen. Willst du nochmal abgewiesen werden? Ja, will ich. Na gut, dann gehen wir. Gehen wir. Footballer, helft uns mit den Jacken umzugehen. Wir sind keine Jackenverkäufer. Ja, wir haben gerade keine Zeit. Ich klopfe jetzt. Ich klopfe jetzt gleich wirklich, okay? Patrick, warum solltest du an die Tür klopfen? Die sind doch schon weg. Was? Wirklich? Meine Güte, Patrick, was ist denn mit dir los? Geht's dir nicht gut oder was? Artem, ist das deine Jacke? Marussia, ich hab sie in der 8. Klasse verloren. 3, 4, 3, 4, 3, 4. Ah! Was macht ihr denn hier, Leute? Mädchen, wollt nicht so reinkommen. Wir kommen in Frieden. Ja, Mädels, macht euch bitte klar. Wir müssen mit euch sprechen. Worüber? Ihr habt unser Training verdorben. Ist euch das bewusst? Mädchen, wir müssen ein ernstes Thema diskutieren. Wir brauchen jemanden, mit dem wir auf den Abschlussball gehen. Wie können wir euch helfen? Ja, und das Problem ist, auf diesen Dating-Apps haben wir keine Mädchen gefunden. Ja, und wir suchen Mädchen, die richtig nett sind und mit denen wir zum Abschlussball gehen. Naja. Nun? Naja. Nein. Leila, warum nicht? Wir haben auch keine Jungs, mit denen wir auf den Abschlussball gehen. Na und, Knopper, lass uns trainieren. Oh Mann, sie hätten fast ja gesagt. Kostja, wir müssen nochmal nachfragen. Du meinst das ein oder zweite Mal? 1, 2, 3, 4. Raus mit euch! Oder müssen wir einen Trainer anrufen? 3, 4. Ruf keinen Trainer an. 5. Es ist besser, wenn wir gehen. Die Luft ist rein. Okay, gut. Lass uns reingehen, solange wir noch alleine sind. Nun, Diana, die Basketballspieler sollten die Ersten sein, die das sehen. Ja, natürlich. Wir haben das schließlich für sie getan. Schaut mal, wer hier ist. Die Cheerleader sind zurück. Dort drüben hängen 2 deiner Sweatshirts. Warum habt ihr sie nicht mitgenommen? Was ist da passiert? Leute, wovon redet ihr? Unsere Jacken sind zu Hause. Warum haben die denn so viele Tattoos? Hört auf zu starren und sagt uns, ob ihr unsere Basketballer gesehen habt. Habt ihr Brows gesehen? Habt ihr euch tätowieren lassen? Hast du dir 100 Tattoos mit Smile stechen lassen? Und Jan hat anscheinend 200 Tattoos mit Bros. Oh mein Gott, das haben sie doch nicht ernsthaft gemacht, oder? Das geht euch nichts an. Donnerwetter, hast du ihre Augen gesehen? Ich kann es kaum erwarten. Ihre Reaktion wird unbezahlbar sein. Sie werden uns alles verzeihen. Footballer, macht Platz für uns. Was glaubst du, was du da siehst? Es sind nicht eure Namen, also geht. Dima, schließ meine Augen. Das war's, Kostja. Ich hab Diana ein für alle Mal verloren. Dima, kannst du das glauben? Da steht einfach 100-mal Smile. Footballer, was ist los mit euch? Footballer, macht Platz für uns. Wir müssen unsere Freunde Diana, sehen. Diana, was gefällt dir an Smile so gut, dass du deinen Körper mit seinem Namen bedecken möchtest? Diana, deine Eltern werden dich zu Hause fertig machen. Hört zu, Leute. Kümmert euch um euren eigenen Kram, okay? Nein, das ist das Ende, Kostja. Ich brauch Diana nicht mit Smile-Tattoos, okay? Lass sie gehen, Dima. Das ist kranke Liebe. Oh, Smile. Leila, wir hätten nicht ablehnen sollen. Wir haben keine Jungs für den Abschlussball. Knopper, bis zum Abschlussball sind es noch 2 Wochen. Wir werden schon Jungs finden. Mädels, wir sind zurück. Wo sind die Basketballspieler? Und der Trainer? Hier waren keine Basketballspieler. Mädchen, was ist los mit euch? Was habt ihr gemacht? Gefällt euch das? Die Tattoos. Ich habe 100 Tattoos mit seinem Namen auf meinem Körper. Smile. Und ich habe ein bisschen mehr bekommen. 150. Seid ihr verrückt, Mädchen? Ihr werdet aus dem Cheerleader-Team rausgeworfen. Es scheint, dass sie völlig den Verstand verloren haben. Ihr versteht gar nichts. Die Jungs sind wahrscheinlich in der Umkleidekabine. Los geht's. Ja, ich kann mir die Reaktion der Basketballspieler gut vorstellen. Ja, sie werden wahrscheinlich glücklich sein. Sie werden sehr glücklich sein. Wo seid ihr, Jungs? Bros, es tut uns leid. Mädchen, was ist passiert? Brows, ich habe das als Zeichen der Versöhnung gemacht. Schau, es ist alles für dich. Warum steht überall auf deinem Körper Broward? Ach komm schon, Jana, er scheint es immer noch nicht zu begreifen. Ja, das hat er nicht. Das heißt nicht Broward, sondern Brows. Und all diese Inschriften sind Tätowierungen. Was? Warum hast du das denn getan? Brows, magst du sie nicht? Jana, es ist ein Chaos. Beruhige dich, Jana. Brows, wo ist Smile? Und was ist mit dir? Hast du das auch gemacht? Brows, lass bitte die dummen Fragen. Wo ist Smile? Er hat doch diese Handverletzung, deswegen ist er doch zu Hause geblieben. Er hatte mich auch gebeten, euch zu sagen, dass ihr ihn besuchen kommen sollt. Smile und ich haben uns also gar nicht gestritten? Und wir haben uns nicht getrennt? Ich weiß nicht, ob du dich von Smile getrennt oder dich mit ihm gestritten hast, aber Jana, das hättest du echt nicht machen sollen. So kann ich keine Beziehung mit dir führen. Oh nein, Jana, das war ein Fehler. Er hat sich nicht in deine Tattoos verliebt. Jana, es ist ein Chaos. Er mochte es gar nicht. Das ist nicht gut. Es hat sich herausgestellt, dass Smile und ich uns nicht einmal gestritten haben und wir immer noch zusammen sind. Warum habe ich mir diese Tattoos stechen lassen? Was werden wir tun, Diana? Jana, ich weiß es nicht.